Eingabeanweisung. Wir haben ja schon die Eingabeanweisung readInt kennengelernt und genutzt. Nun möchte ich nur noch sagen, dass in der Klasse I.O. pro Typ, die wir jetzt ja alle kennengelernt haben, pro Standarddatentyp, zwei Eingabefunktionen existieren. Und zwar unterscheiden sich die Namen dieser entsprechenden Anweisungen, Befehle, durch die Angabe hier des Typs. So gibt es readInt, readCharacter, readDouble. Und liefern tun diese entsprechenden Funktionen, das sind im Prinzip Funktionen, wie wir hinterher noch sehen werden, Werte von diesem entsprechenden Typ. Bei dieser Anweisung wird der Benutzer aufgefordert, einen Integer-Wert einzugeben. Also er muss über die Tastatur Zahlen eingeben. Hier kann er beliebige Buchstaben eingeben und hier kann er beliebige reelle Zahlen eingeben. Also prinzipiell Zeichenkombinationen, die Double-Literalen entsprechen. Hier kann er einen Long-Wert eingeben, also eine etwas größere Zahl, ganze Zahl. Unterscheiden Typen tun sich die J2 Eingabefunktionen dadurch, dass man hier noch eine Zeichenkette angeben kann, die dann zunächst auf dem Bildschirm erscheint, bevor das Programm auf die Eingabe wartet. Das kann auch wegfallen. Dann wird gar nichts zunächst ausgegeben und das Programm wartet nur. Und es gibt auch ReadString. Auch für Strings gibt es diese Read-Funktion, die mir dann eine Zeichenkette, nämlich die Folge der Tastaturanschläge, die der Benutzer gemacht hat, entsprechend zurückliefert.